Matrix am Start mit einem brandneuen Teleport-Glitch, wie ihr euch in jedes Haus reinglitschen könnt in GTA 5, Leute. Und manche von euch werden jetzt sagen, hey Matrix, das sieht aber nicht wie Teleportieren aus. Ja, das stimmt teilweise. Es ist nämlich so, dass es bei dem einen Haus aussieht, als würde man sich rein teleportieren und bei dem anderen sieht es aus, als würdet ihr einfach reinfallen. Wir machen diesen Glitch jetzt hier am FBI-Gebäude. Und was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr braucht mindestens 3 Freunde oder auch mehr, egal. Und einen Cargo-Bob. Und ihr braucht einen Panzer und irgendein Auto mit 4 Türen. Das ist wirklich wichtig, Leute. Ein Auto mit 4 Türen. So, also 3 Leute braucht ihr. Mindestens 3 Leute oder auch mehr. Also ihr könnt diesen Glitch mit so vielen Leuten machen, wie ihr wollt. Aber mindestens 3 Leute. Dann Cargo Bob, Panzer und irgendein Auto mit 4 Türen. Es kann auch eins von der Straße sein. So, jetzt steigt ihr entweder in das Fahrzeug oder in den Panzer. Euer Kumpel steigt in den Cargo Bob und fliegt euch auf irgendein Haus hoch, wo ihr halt rein wollt. Und bei uns ist das Ganze hier natürlich das FBI-Gebäude, weil da auch noch gleichzeitig eine Secret Location drin ist. Und jetzt nochmal zur Info, Leute. Viele von euch wollten in meine Crew in GTA rein. Leider ist die natürlich endlos voll. Deswegen habe ich jetzt eine neue Crew für euch erstellt, Leute. Und könnt ihr einfach beitreten. Link ist unten in der Videobeschreibung. Tretet einfach über Social Club einfach in die Crew bei oder direkt in GTA 5. Die Crew heißt Matrix 23.000 Crew 2. So, da könnt ihr einfach beitreten. Und weil ich dachte mir, wenn schon so viele beitreten wollen, mache ich einfach eine neue. Und falls die dann auch voll ist, dann mache ich natürlich auch noch eine dritte, Leute, oder eine vierte. Das werden wir dann sehen. So, euer Kumpel fliegt euch jetzt hoch auf das Gebäude, wo ihr rein wollt. Und das Coole an dem Glitch ist, ihr könnt gleichzeitig Secret Location suchen. Also, so wie dieses FBI-Gebäude hat, also dieses FBI-Gebäude hat eine Secret Location. Hier könnt ihr die Location des Gebäudes nochmal kurz sehen, falls ihr nicht wisst, wo das ist. Und wenn ihr dann oben seid mit dem Panzer, müsst ihr den Panzer einfach nur an eine bestimmte Stelle hinstellen. Das müsst ihr bei anderen Gebäuden immer ein bisschen austesten. Hier beim FBI-Gebäude ist es hier ungefähr. Es muss nicht ganz genau so sein, wie ich das hier mache, aber ungefähr hier, Leute. So. Und wie ich schon gesagt habe, Leute, falls das Gebäude, wo ihr rein wollt, eine Secret Location hat, dann könnt ihr die sichtbar machen, indem ihr Touchpad drückt. Wissen ja die meisten schon. Also könnt ihr durch diesen Glitch auch neue Secret Locations suchen in Gebäuden drin. Falls ihr welche findet, neue, die wo noch niemand kennt, könnt ihr sie mir schicken oder unten in die Kommentare schreiben. Dann können wir sie zusammen aufnehmen. Das wäre natürlich auch mega nice, wenn ihr neue Sachen finden würdet. Das wäre natürlich mega nice. Und jetzt machen wir weiter mit dem Glitch. Euer Kumpel muss jetzt das zweite Auto, also dieses Auto mit 4 Türen, wie gesagt, einfach mit dem Cargo Bob auch nach oben fliegen. So. Wenn er das Auto oben hat, kann er den Cargo Bob zur Seite stellen. Den brauchen wir dann erstmal nicht mehr. Er kann ihn zerstören. Also wir heben ihn hier auf, falls wir ihn nochmal brauchen für eine andere Location. Aber ihr braucht den für den Glitch jetzt nicht mehr. Euer Kumpel steigt jetzt in sein Auto ein und geht in den Passivmodus, Leute. Also in den Passivmodus gehen. Und ein anderer Kumpel von euch, deswegen wie gesagt 3 Leute, steigt in den Panzer ein. So. Also, ein Kumpel von euch in dem Passivmodus im Auto mit 4 Türen, ein Kumpel von euch im Panzer und nicht im Passivmodus. Wichtig, euer anderer Kumpel im Auto fährt jetzt genau in den Panzer rein. So, jetzt seid ihr wieder gefragt, ihr holt euch jetzt einen Raketenwerfer oder Haftbomben oder was auch immer und zerstört den Panzer. Am besten von hinten schießen, da geht er schneller drauf, Leute.
So, wie gesagt, den Panzer zerstören, weil wir müssen jetzt gleich am Panzerdreieck drücken. Und wenn der Panzer natürlich noch intakt ist, zieht ihr beim Dreieckdrücken euren Kumpel aus dem Panzer raus und kommt nicht in euer Auto rein oder in unserem Fall in den Kuruma. So, also wir zerstören den Panzer und dann stellen wir uns direkt an den Panzer ran, wenn er gesprengt ist. So. Und dann halten wir Dreieck gedrückt und kommen in das Auto im Passivmodus rein. So, hier fange ich natürlich an zu brennen. Ich wollte nur kurz Lester anrufen, dass ich die scheiß Bullen loswerde. Mann, na egal. Okay, wenn ihr Lester angerufen habt, müsst ihr vielleicht auch machen, wenn ihr Sterne kriegt. Stellt ihr euch einfach an den Panzer ran, wie gesagt. Und haltet Dreieck gedrückt. Dann kommt ihr in das Auto rein. Und dann müsst ihr, wenn euer Kumpel richtig steht, einfach nur noch aussteigen, Leute. Einfach nur noch aussteigen. Und wenn alles gut geklappt hat, dann fallt ihr oder werdet direkt unter das Gebäude teleportiert. Wie gesagt, es sieht immer unterschiedlich aus. Bei dem einen Gebäude teleportiert, bei dem anderen runterfallen. Das ist immer so ein Ding. So, hier hat es nicht funktioniert. Das habe ich absichtlich im Video drin gelassen, Leute. Weil ich euch zeigen wollte, dass euer Kumpel im Auto, in dem Panzer, noch ein bisschen hin und her rangieren muss. Also, er muss ein bisschen zurückfahren, ein bisschen zur Seite. Wir haben dann hier das Auto nochmal umgedreht. Das könnt ihr hier auch nochmal sehen, dass die Fahrertür an der Glasscheibe ist. Das haben wir hier ein bisschen ausgetestet. Also, es ist nicht so, dass wir das immer gleich hinkriegen. So, und wenn das Auto richtig steht, haltet ihr Dreieck gedrückt. Ihr seid wieder in dem Auto drin. Seht ihr jetzt? Nochmal aussteigen, also mit Dreieck aussteigen. Und ihr seid wieder unten. So, jetzt zeige ich euch das nochmal in Zeitlupe. Dreieck gedrückt halten, wie schon gesagt. Dann seid ihr in dem Auto drin. Dann drückt ihr nochmal Dreieck für aussteigen. Und fallt einfach durch. Wie gesagt, bei manchen Gebäuden sieht es aus, als würdet ihr teleportiert werden. Aber das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, Leute. Und wenn das Gebäude eine Secret Location hat, so wie das FBI-Gebäude, dann müsst ihr einfach nur das Touchpad drücken und ihr könnt sie sehen, Leute. Wir gehen jetzt einfach an die Stelle unten im Treppenhaus, wo dieses komische Stockwerk ist, das wo total zerstört ist. Ich finde, das sieht irgendwie aus wie eine Black Ops 2 Zombie Map. Und wenn wir schon bei Black Ops sind, Leute, am 19. werde ich Black Ops 3 Beta streamen um 20 Uhr, spätestens um 20.30 Uhr, je nachdem, wie ich es von der Arbeit her schaffe, Leute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Ich werde am Vortag, also morgen, natürlich nochmal ein Ankündigungsvideo für den Stream machen, Leute. Und bitte schreibt unten in die Videokommentare, wie ihr diesen Glitch gefunden habt. Ich finde ihn mega nice, Leute. Und ein Daumen wäre natürlich auch noch nice von euch. In diesem Sinne, euer Matrix. Haut rein. Ciao, Leute.